Oh scheiße, der kennt mich. Holky, my friend, you can carry me, right? Ah, warte, Lana Rhodes war doch auch irgendjemand. War nicht Lana Rhodes irgendein Name von Reckless oder so? War es nicht irgendeine Schauspielerin? Reckless nennt sich immer nach Schauspielern, oder? Eigentlich nee, er hält sich gar nicht nach Schauspielern, er nennt sich nach Charakteren. Was wie Robert Chase aus House, Dr. House. Was für ein Halo-Spieler? Natürlich weiß ich, dass es eine Pornostarstellerin ist. Twitch hat ihr wurde Hops genommen. Hops genommen. Bildet. Wurdet ihr genatzt, Twitch-Chat? Ihr wurdet genommen, angefasst und weggeworfen. Oh, geil. Ich musste auch mich richtig bemühen, nicht zu grinsen. Aber ich werde richtig stolz. Das war echt schön nice. Also ich finde die deutschen Kommentatoren lispeln alle nur. XD, Rechtschreibfehler sind zu 100% durch meine Mission verantwortlich. Alles klar, ziemlich schwer. Alright, Mate. Dann gönn dir mal deine Mische. Und Höhe macht einen entspannten Abend. Ja, I mean, I don't know. Season 3 hab ich angefangen, League zu spielen, war es gut gehypt. Habe ich dann gespielt, wurde Level 30, habe angefangen, Rank zu spielen, so mich umgesehen. Und dann auf einmal war auch schon Worlds, Faker, SKT. Ich habe sein Debüt geguckt. Weißt du ganz genau, wie Faker im Indie-League damals ein bisschen gesolokert hat? Das war Nidalee Midlane gegen Kha'Zix. Kha'Zix stand da in der Mitte der Lane. Oder nicht in der Mitte. Kha'Zix stand genau hier. Nee, warte, er stand hier. Hat sein W evolved. Und Faker hat von hier den Speer geworfen, in der Leo, das hat raufgejumpt, hat den Executor. Das war Fakers Debüt-Game in SKT's Main-Team. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, zu Chat. Season 3. Wieso ist Kha'Zix schon 2-0? Während ich geredet habe, habe ich es gar nicht mitbekommen. Wann ist der Typ so gefeedet geworden? What the fuck? What happened? Kha'Zix gegen Volibear, da sollte ich im Early-Game gut für uns sein. What the fuck? Ist passiert. Ich werde wirklich Volibear gegen hier mega feiern. Keine Bombe flasht, der Kill war so free. Wenn der Cho'Gath so spielt, das ist jedes Mal ein Fake-Kill. Ich musste nicht mal eh flashen. Keine Bombe, Cho'Gath, warum Wohlberg geflasht hat. Der Typ flasht, der Cho', holt ihn einfach und dann ist er tot. Ziemlich schlechter Flash von ihm, aber. Wow. Er sollte mich hier nicht chasen. Ich weiß nicht, wo Wohlberg ist noch. Ich hab geintet. Ich wollte zur Blastkund flashen. Aber dann hat Volibear Blastkund genommen. I mean, aber das ist so dumm. Dass er mich überhaupt chased und Volibear nicht rechtzeitig moved und ich dann, ja, dann sterbe. Ich sollte Botlane TP'en. Whatever. Ich Botlane 3 Sekunden immer noch TP'en. Nope. Ah, game is fucking rough jetzt. Holy moly. Das ist voll der Spiel der K. Also Wave nicht wirklich pushen. Mich halt safe ganken. Ich sollte die Wave lieber freezen. Fucking nervig, Mann. Ich will nicht recallen. Ich will die Wave rauspushen und recallen. But the bug killed the bear. Von daher kann ich hier nicht viel tun. Er will, dass ich ihn eher. Alter. Wie fucking nervig ist der K6. Was er hier macht, ist so gut für Volibear. Für Cho'Gath. Bro. Der VOP ist Jungle Position, I guess. Ich muss recallen, die dive mich sonst mit Cho'Gath durch, das ist zu einfach. Weil ich könnte Botlane dive mit Volibear und Tyrant beschwören, ich meine Volibear braucht Kills, das ist 2 Level behind. Oh, die fuck, ich hasse Jungler, Leute. OP. Oh, bitte mach irgendein Damage. Ich hasse dich, Volibear, du bist so useless. Ja, was willst du, dass ich tue? Ich hab alles benutzt. Du bist Level 6 Volibear, der 0 Damage gemacht hat bei dem Play. Was pickt er mich? Warum pumpt der zu 11 mit mir? Mann, das ist so cool. Ich bin so mein von meinem Jungler. Schreibt er mir mein Level 7 Volibear 6-0 Kha'Zix. Ah ja, whatever, man. Bark, bye. Er pinkt mich, wisst ihr? Dann frage ich ihn, warum er mich pinkt. Und der schreibt Bark, Bark. Sure, mate. Nur First Blood Turret für Cho'Gath, weil Kha'Zix ist ein bisschen zu sehr Faker. Vielleicht zu meinem Volibear.
I guess first part 12 with Sugars. Bark, bark. Dann wollen wir einfach herlaufen und den Turm ulten, damit wir diven können, damit der Turm ausgeschaltet ist. Ah, er ist eh schon tot, okay, chillig. Alter, mein Play. Holy moly. Hopp, wie ordentlich bin ich. Habt ihr gesehen, das den E-Flash angewickelt um die Ecke, dass ich die Q noch dodge? Die Flop habe ich ja auch mit Movement gedodged und danach mit dem Flash. Ja, I mean. Die haben 9-0 Jungler so. Ist das Game winnable? Die haben einen Jungler? Haben wir einen Jungler? I don't think so. I just don't think so. Oh my lord. Oh, es ist so lost. Das ist der beste Spieler auf dem Planeten. Er ist nämlich rübergejumpt? Ja, ist doch gut. Wie ist er bitte nämlich rübergejumpt? Ich wollte nicht ulten. Ich hätte einfach ulten sollen, nach dem Joker-Ding als Volibear gestunt hat. Beim Albert. Ich hätte einfach ulten sollen. Can we win these? Hilfe! Lass ein TP, ich bin tot. Weil sein TP entroppen. Dass er nicht Movements bekommt, aber. It was not meant to be. Meine Volibear ist so useless. So ein useless Stück. Ja, whatever, boys. Whatever. Nächstes Game will ich vielleicht einfach der Joker. Einfach gewinnen, weil mein Team jetzt gewinnt. Chillig. Einfach Early Game auf K pushen, die ganze Zeit sterben und trotzdem gewinnen. I like it. Okay, 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 okay. Der Brand Flank. Brand Stunny. Bam, Junge! Da ist der Jungler tot vor dem Drake. Hallo, Face Check jetzt alles. Wenn Kha'Zix tot ist, nehmen wir jeden Fight. Wir haben noch Cho'Gath, um das Ding wegzufiesten. wurde gewonnen-shotten. Oh, ist so useless. Ja, Cho'Gath mit dem Drake ist jetzt fies. Weil den Drake mit seinem vierten Schuss genommen statt Cho'Gath ist. MVP. I mean, Volibear ist so useless. Das macht mich nervös, wie useless das ist. Komm, ich geh GA, fuck it. Wenn ich nicht carry Twitch jetzt, wer tut's dann? Schöner Root. Cho'Gath Q sidesteppen. Volibear ist tot, aber Jones besnowen den Cho, flippen den Cho, killen den Cho. Oh, der Sword, also er kennt Riders, schade. Nice. Der Jin und ich tragen vielleicht uns ins Game zurück. Wir sind auf jeden Fall stets bemüht, auch wenn wir einen 86 CS Jungler haben. 86 CS in 25 Minuten ist echt unbelievable. Er ist umgedreht, schön, dass er sich realisiert. Und da ist unser Brand auf der Seite alleine. Damit ein toter Brand. Ich hab noch GA. Oh, boys, let's go. Und wurde gefistet. Let's go. We can win. Muss halt erst mit der Herflaschen, ne? Ah, in dem Nash gesteelt, obviously.
Und ist auch getötet. Wenn ihr es anders erwartet habt, wäre es auch gut und zäh gewesen. Jetzt verlieren wir auf jeden Fall Nash und Ocean Soul. Yikes, 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 damit dieser Call war kurios. Ich kann vielleicht gleich snipen, wenn der keinen anderen hat. Wie he dies. He should die as well. Und auch Wohlebär ist noch gestorben, for fun. Dieser Wohlebär. Oh, wir sind Legendary. In diesem komplett verloren. Oh, kannst du ihn droppen, Jen? Hast du weh? Schade. Ich denke, wird das Wohlebär über die Map zurückfliegen. Hinterherfliegen. Komm, Backdoor reißt dich mit der Minimave. Wir haben ihn leider nicht gestillt, aber wir können jetzt eventuell Elder Drake bekommen. Oh, what? My bad. War Game-Winning, wenn ich da nicht hinter. My bad, my bad, my bad. Warum bin ich nicht gebackdoort einfach mit Rice? Oh, mein perfekt benutzt. Die Sana Mechanik gegen Alistair Combo ist echt schwer durchzubringen, aber if any, I mean, of course I can do a Twitch chat, of course. Kann ich aufhören, so hart zu botblocken? Nein, wir töten den. Hey, no, we don't. Wenn Jimmy nicht so hart bodyblockt, dann töte ich den. Das ist fein, das ist fein, das ist fein. Und Jin ist nicht. Ah, jetzt, wir gewinnen. Mit Elder Drake. Wohlberg gibt sich wirklich alle Mühe, dass wir wirklich verlieren. Und das werden wir jetzt auch. Darf ich die Worte schreiben von vorhin Twitch Chat? Darf ich? Holy moly. Bark, bark. Bark, bark. Honestly, dass wir überhaupt noch im Spiel waren, der Rice. Was soll ich sagen? Bark, bark. Bark, bark.